Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Die Special Event Woche Nummer 60 müsste es mittlerweile sein, ist seit 16 Uhr im vollen Gange. Was die Woche Besonderes für euch bereithält, welche Saurier ihr in den Stops vorfindet und auf welche Saurier ihr so gehen solltet, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seht sie eingeblendet. Nullify plus Self-Increase ist das Thema der Woche. Also Aufhebung und ja, Selbstverstärkung, Verbesserung der eigenen Fähigkeiten, Aufwertung, wie auch immer. Und ihr seht, es gibt gewöhnliche, seltene und epische Saurier. Da kommen wir gleich zu, aber wir schauen erstmal auf die Strike-Events, denn die Woche ist crazy. Ihr seht, heute sind drei Strike-Events da, wo ihr Boosts bekommen könnt. Und das gab es so definitiv noch nicht im Spiel. Das heißt, ihr findet auf der Karte momentan alle drei möglichen Boost-Strike-Events vor. Das heißt, ihr könnt da 25 waren es, glaube ich, Speed, Leben und Schadensboost bekommen. Und das ist doch mal nice. Advanced ist wie immer die Schwierigkeitsstufe. Die sind nicht so krass schwer. Sollte also jeder von euch schaffen. Und das ist auf jeden Fall was Neues. Vielleicht, warum sie das machen, habe ich mir auch so gedacht. Und zwar, sie haben ja jetzt auch am Wochenende einen doppelten Sale gehabt beim Verkaufen. Sprich, man konnte zweimal jetzt zum Beispiel die Boosts kaufen und dann das eine Mal waren sogar die 50er Menge da. Da habe ich beim Speedboost dann auch mal zugeschlagen. Es könnte daran liegen, jetzt hat ja jeder so langsam 8 Saurier alles auf 5 gepusht, wenn man aktiv gespielt hat, ja. Und ab 5 kommt ja so dieser Punkt, wo es bergab geht mit dem Boosten, also wo es im Verhältnis schon deutlich teurer wird. Man braucht dann 64 Marken von jedem, um da weiter zu boosten. Nächste Stufe 128 bis 1000. 24 am Ende. Und wir hatten ja am Anfang mal die Berechnung gemacht, dass es circa für 80% oder 83% der Ergiebigkeit, also des Maximums an Boosts rauszuholen, braucht man circa 8000 von 48.000 Speedmarken, also ein Sechstel. Das heißt 20, 80, 20% Aufwand für 80% Erfolg. Man kennt das auch von vielen anderen Sachen. Und so ist es hier oder könnte es hier zumindest auch sein, dass sie jetzt dann sagen, ja, Boosts, sie sind ein bisschen zu krass. Wir können sie aber nicht rausnehmen, weil so viele Leute Geld ausgegeben haben. Deswegen überfluten wir jetzt den Markt mit Boost, dass die Leute eben auf diese paar 80% kommen, wonach sie danach unglaublich lange brauchen werden, um dann weiter zu boosten. Und wenn jeder auf diesem Level ist, der aktiv spielt, also bei 80% oder so, dass dann die Leute ja quasi wieder, dass es wieder fair ist. Das heißt, dass jeder auf diese Ebene kommt, wo dann nur noch signifikant kleine Unterschiede bei den Boosts sind, sodass man dann wieder fairer kämpfen kann. Ein Problem sehe ich immer noch, Speedboost. Speedboost macht nichts Prozentuales und jedes Speed, ein Speed mehr, macht unglaublich viel aus. Und deswegen gilt das, was ich gerade gesagt habe, vorrangig auch für Leben und Schaden, dass es da nicht mehr so die Rolle spielt. Bei Speed spielt es leider jede einzelne Stufe, auch wenn es nachher die 10. Stufe ist, eine sehr große Rolle, wenn nicht sogar die größte bei der Stufe 10. Das ist meine Vermutung dahinter, warum es die Woche die drei Strike-Events bezüglich Boost gibt, plus das vierte am Mittwoch. Lassen wir uns überraschen, ob das nächste Woche so weitergeht. Dreimal Schatzhatz, viele weitere Strike-Events, am Freitag wieder ein Master-Strike-Event und von Freitag bis Montag ein zehnstufiges Experienced, also zweitleichteste Stufe oder drittleichteste Stufe. Strike-Event für einen epischen Brutkasten. Allerdings 10 Stufen und das solltet ihr doch dann alle schaffen, denke ich mal. Ja, soviel zu den Strike-Events. Sobald da was bekannt ist, werde ich euch auf jeden Fall mitgeben. Kommen wir mal zu den Sauriern. Wir haben ja als erstes Dilophosaurus Generation 2, Monolophosaurus Generation 2, Diplocaulus und Tanaquilacreus bei den gewöhnlichen Sauriern. Vier verschiedene heute oder diese Woche sind es auch wieder 36 Versuche, also wieder von 12 pro Saurier auf 9 runter. Warum? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal so hin. Spawn-Cooldown-Zeit 1 Stunde. Dilophosaurus braucht ihr für Tyrannolophosaurus und dafür den Tenontorex. Diplocaulus braucht ihr, glaube ich, für Diplotator. Wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, es tut mir leid. Die neuen Hybride, das waren in letzter Zeit schon verhältnismäßig viele dafür, dass wir so wenig gestreamt haben, dass ich da mit den Namen nicht so hinterherkomme. Monolopho braucht ihr für Monolometron und Tanaquilacreus braucht ihr für den neuen Quetsorion. Ich persönlich habe relativ viel Tanaquilacreus-DNA, werde hier wahrscheinlich auf den Dilophosaurus gehen, damit ich langfristig für Tenontorex bzw. Tyrannolophosaurus erstmal genügend DNA ready habe.
denke, das ist auch, da macht man nichts falsch, aber Tanuy Kolagreus, für die, die erst auf Quetzorion gehen wollen, natürlich feuerfrei auf Tanuy Kolagreus, ich werde wahrscheinlich die Lofo gehen. Kann sein, dass ich es wieder mehr freilasse, das Ganze ist ja, schauen wir uns das gerade nochmal an, von heute 16 Uhr bis Donnerstag 15 Uhr verfügbar. Das heißt, da hat man einiges an Zeit, die versuche schon aufzubrauchen. Und ich denke, ich werde sie mir auf Tanuy und die Lofo aufteilen, wobei ich echt sagen muss, die Lofo habe ich deutlich weniger als Tanuy Kolagreus. Dann haben wir als nächstes, schauen wir nochmal kurz hier rein, von Mittwoch 16 Uhr bis Samstag 15 Uhr die seltenen. Ihr seht schon drei verschiedene und das sind Dilophosaurus, Diplocaulus Generation 2 und Proceratosaurus. Ja, und da wird es jetzt langsam interessant. Dilophosaurus braucht man für indirekt für Dilophosaurus, welcher sicherlich sehr, sehr gut in der Arena zu gebrauchen ist. Ich werde hier vielleicht sogar auch auf ihn gehen. Ich muss mir das noch ein bisschen überlegen. Nicht wegen dem Diplocaulus, den es ja auch gibt. Ihr seht, Diplocaulus Generation 2 auch verfügbar. Den braucht ihr für den Diplovenator. Der hat noch keinen einzigartigen Hybriden, deswegen nicht so vorrangig wichtig. Proceratosaurus hat nur einen epischen Hybriden, den Proceratomimus. Den allerdings habe ich persönlich im Team drin, deswegen gehe ich vielleicht auch auf den hier. Aber euch kann ich definitiv zu 100% Dilophosaurus empfehlen. Es sei denn, ihr wollt den neuen Diplovenator, oder wie er heißt, freischalten. Dann geht doch auf Diplocaulus Generation 2. Dilophosaurus, sonst ein Zonenspawn, das habe ich eben bei den gewöhnlichen vergessen zu sagen. Dilophosaurus Zonenspawn, Diplocaulus Zonenspawn, Procerato Arena exklusiv. Der Vollständigkeit halber schauen wir nochmal bei den gewöhnlichen. Dilophosaurus Generation 2 als auch Tanuy Kolagreus müssten tagesabhängig gespawnt sein und Diplocaulus und Dilophosaurus Generation 2 müssten Zonenspawns sein. Vielleicht ändert sich ja da der ein oder andere nochmal die Meinung. Ja, episches Wochenende, wie üblich, Samstag 16 Uhr bis Montag 15 Uhr. Und da haben wir drei verschiedene. Damit 9 Versuche, 6 Stunden Spawn-Cooldown-Zeit, Colossus, Pteranodon, Monolophosaurus. Monolophosaurus, Colossus momentan Zonenspawn. Braucht ihr für Scolasaurus, also für den kleinen Molchhybriden, den legendären, für Monolopho braucht ihr für Monostege und Monomimus und damit für den einzigartigen Flughybriden. Deswegen Monolopho vielleicht sogar interessant. Und Pteranodon braucht ihr natürlich indirekt für den Quetzorion, also für den neuen einzigartigen. Ich persönlich gehe auf Pteranodon, der ist immer noch im Park angesiedelt. Relativ schwer zu bekommen also. Und ich habe von ihm noch gar nicht so viel DNA und ich sage mir Monolopho, ja, ich kann ihn dafür auf Monomimus gehen und damit auf den Pterovexus, aber ich glaube, da war ich noch relativ weit von weg, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Das müsste ich nochmal bei Zeiten nachschauen. Ich gehe hier definitiv auf Pteranodon für den neuen Quetzorion, welcher sehr, sehr gut sein soll. Soviel zu den Saurien und Strike-Events dieser Woche. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, weist mich bitte darauf hin. Ich pinne den Kommentar dann an. Was haltet ihr von der Woche? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es eine gute Woche, vor allen Dingen, weil Pteranodon da ist und man so auf Quetzorion etwas gehen kann. Quetzal wäre natürlich noch besser gewesen. Von dem habe ich wenig DNA. Aber vielleicht kommt der ja in den nächsten Wochen. Strike-Event finde ich gut. Das gleicht so ein bisschen das Buy-to-Win oder Pay-to-Win aus. Denn je mehr wir durch Free-to-Play bekommen können, und ihr wisst ja, das steigt exponentiell. Das heißt, also exponentiell von den Kosten, also exponentiell nähert sich das oben an. In dem Sinne, in dem es nachher nicht mehr so viel Vorteil bringt. Deswegen finde ich es gut, dass sie eine weitere kostenlose Möglichkeit haben, wo wir an Boosts bekommen können. Deswegen, das gleicht sich am Ende dann eher aus. Da können die Leute jetzt noch so viel reinpayen, wir können mithalten und am Ende, die letzten Zipfel, da sind sie dann vielleicht vorne. Aber der Weg bis dahin, da haben wir auf jeden Fall dann keinen Nachteil mehr. Und das finde ich gut, wenn sie das denn so beibehalten. Lassen wir uns überraschen, vielleicht ist es auch wieder jetzt nur Zufall. Nutzt das, spielt heute, nimmt die Strike-Events mit, nimmt am Mittwoch das Boost-Event mit. Und in diesem Sinne, eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne Bewertungen, kostenloses Abo da. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.